Ich zeige euch nun in diesem Video, wie ihr mit Hilfe von GeoGebra solche Aufgaben, wie ich hier einige rausgesucht habe, zeichnerisch bestimmen könnt. Da wird also nichts gerechnet, sondern es wird nur zeichnerisch das Ergebnis bestimmt. Dazu muss man zunächst mal die Funktion darstellen und bei der Eingabe von Funktionen muss man beachten, dass man zum Beispiel bei Kommazahlen hier anstatt einem Komma einen Punkt setzen muss. Ich fange mal an mit der Eingabe, hier unten in der Eingabezeile. Für ein Mal kann man entweder ein Leerzeichen setzen oder man kann, wenn da eine Variable kommt, auch nichts schreiben oder man nimmt so ein Sternchen und für hoch 3 nehme ich das Dach, was ganz links oben auf der Tastatur zu finden ist und dann gebe ich den Rest der Funktion ein und sie erscheint dann hier in dem Grafikfenster. Jetzt ist die Funktion nicht ganz zu sehen. Man sieht, dass hier nur ein Teil drin sichtbar ist. Und da habe ich Werkzeuge, mit denen ich einmal das Koordinatensystem verschieben kann oder auch verkleinern, wenn nicht alles drauf passt. Und dann vielleicht nochmal verschieben. Jetzt heißt es ja, bestimme den Funktionswert an der Stelle x gleich 2,5 zeichnerisch. Auf dem Blatt Papier würde man das so machen, dass man den x-Wert 2,5 hier auf der x-Achse sucht und dann eine senkrechte Gerade hier zeigt und guckt, wo, an welchem oder an welcher Stelle, an welchem Punkt der Funktionsgraph geschnitten wird. Hier kann ich das zeichnerisch machen, indem ich eine Gerade zeichne und das kann ich hier einfach durch x gleich 2,5 hier unten in der Eingabezeile erreichen. Jetzt ist der Schnittpunkt nicht zu sehen. Ich verkleine das Ganze nochmal und verschiebe es wieder. Und damit ich einen genauen Wert bekomme, lasse ich mir den Schnittpunkt bestimmen, indem ich das Schneidewerkzeug nehme und die Funktion und die Gerade dann anklicke. Man erhält dann den Punkt A hier in diesem Fall und kann dann hier die Werte ablesen. Das heißt, zu dem x-Wert 2,5 gehört der y-Wert 14,31 und das wäre dann eben die Antwort. So, ich lösche die Gerade A hier gleich wieder, damit ich wieder Platz habe. Jetzt heißt es, an welchen Stellen hat die Funktion den Wert minus 4? Stellen bedeutet ja, ich suche x-Werte und die Funktion hat den Wert minus 4, bedeutet der Funktionswert soll minus 4 sein, also der y-Wert. Und hier kann ich quasi genau das Gleiche machen. Nur, dass ich sage, eingebe y ist gleich minus 4. Ich verschiebe gegebenenfalls, so dass du vergrößern, verkleinern und bestimme wieder den Schnittpunkt der Funktion und der Geraden. So, und hier habe ich den y-Wert minus 4 beim Schnittpunkt und als x-Wert, also die Stelle, ist dann minus 5,03. So, das Gleiche wäre hier natürlich bei dem Wert 0, wäre also y gleich 0. Ich habe das als Beispiel noch dazu genommen, weil hier diese Gerade und die x-Achse direkt übereinander liegen. Und da kann es dazu führen, dass wenn man den Schnittpunkt bestimmen will, so ein bisschen Probleme gibt. Man kann nämlich beim Anklicken, damit es nicht zu Problemen kommt, anstatt hier direkt drauf zu klicken, auch auf diese Gerade draufklicken, also den Namen hier in dem Algebra-Fenster, in der Algebra-Ansicht und erhält dann 3 Schnittpunkte. Und dann sieht man, dass bei 3 x-Werten, nämlich minus 4,75, minus 0,37 und plus 1,13, der y-Wert, also der Funktionswert 0 ist. Man muss natürlich bedenken, dass es hier eventuell gerundet ist. Man könnte das ausprobieren, indem man zum Beispiel die Anzahl der Nachkommastellen erhöht. Und da sieht man, dass das also nicht eine glatte Zahl ist. So, als letztes heißt es hier, in welchem Bereich ist y größer 6? Ich lösche wieder meine Gerade.
Und y größer 6 bedeutet ja, der Funktionswert, der y-Wert ist größer als 6. Und das kann ich hier auch einfach eingeben in der Eingabezeile. Und dann werden mir alle Punkte markiert, die einen y-Wert größer als 6 haben. Wenn ich nach dem Bereich frage, in dem der Funktion, die Funktion oder der Graph einen y-Wert größer als 6 hat, müsste ich also sagen, zeichnerisch ist das also dieser Bereich hier und dieser Bereich hier. Und jetzt kann ich im Prinzip ablesen, für welche x-Werte das der Fall ist. Leider kann ich hier keinen Schnittpunkt bestimmen zwischen dieser Ungleichung und dem Funktionsgraph. Wenn ich das genau angeben will, müsste ich also nochmal eine gerade y gleich 6 definieren und wieder den Schnittpunkt bestimmen zwischen der Gerade und dem Funktionsterm. Ups. So, bei mir gibt es jetzt hier gerade Darstellungsfehler und irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich probiere es nochmal. Ich klicke die zwei Sachen an und jetzt ging es. So, und dann sieht man x-Werte. Dann kann ich also zum Beispiel sagen, dass hier von x gleich minus 4,151 bis x gleich minus 1,762 der y-Wert größer als 6 ist und dann noch für alle x-Werte, die größer als 1,914 sind. Ja, also dieser Fehler in der Darstellung, der hat mit meiner Java-Version leider zu tun. So, und ihr sollt jetzt diese Datei Vorlagestation 2 euch herunterladen, sollt die gegebene Funktion eintippen hier unten in der Eingabezeile und dann entsprechende Geraden einzeichnen, entweder senkrechte oder waagrechte, je nachdem, was gesucht bzw. gegeben ist und die Schnittpunkte bestimmen. Und ihr müsst bei diesen Fragen nur die entsprechenden Werte angeben, die gesucht sind. Also zum Beispiel, wenn hier gefragt wird nach dem Funktionswert, dann ist also nur ein y-Wert gesucht und nicht der x-Wert oder der Punkt.